Tageshoroskop am 22. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil die indischen Astrologie berücksichtigt, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Was ist das für eine Bewegung? Unserem Sonnensystem bewegt sich durch den platonischen Jahr, und dieser platonischen Jahr, was etwa 26 Jahre dauert, wird unterteilt an platonischen Monaten, und es entspricht etwa 2000 Jahren. Wir haben uns in die Fischenzeitalter befunden, und jetzt, etwa ab Jahr 2000, befinden wir uns in Wassermann-Zeitalter. Also die Bewegung ist genau andere Richtung als die scheinbare Sonnenbewegung durch den Tierkreiszeichen. Warum scheinbare Sonnenbewegung? Weil die Bewegung macht gar nicht die Sonne, sondern die Bewegung macht unseren Planet Erde. Also das heißt, wir befinden uns jetzt im Wassermann-Zeitalter. Und weil die Sonnenbewegung diese Veränderung hat, verschiebt sich die Frühlingspunkt. Und dieser Unterschied heißt Präzession, und die indische Astrologie berücksichtigt diese Präzession, so wie die Astronomen auch so rechnen. Und nach diesem indischen Astrologie befindet sich Sonne in Tierkreiszeichen Waage, etwas länger als in westlichen Astrologie. Die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement, und hier symbolisiert es, das ist jetzt die Sonnenaufgang. Also heute bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Und genau in diesem Moment, wo Sonnenaufgang ist, geht die Tierkreiszeichen wieder in Westhorizont nach unten. Und sie spiegeln etwas. Die Waage vertritt die Persönlichkeit, das Ich. Und wieder vertritt sich gerade das Du, also die Liebepartnerschaft. Und das ist gerade im Gleichgewicht, was immer so ist, entspricht Aszendent und Deszendent, aber jeden Monat steigt hier ein anderes Tierkreiszeichen auf in Osthorizont, und in gleicher Zeit steigt eine andere Tierkreiszeichen in Westhorizont unten. Und jetzt die Persönlichkeit und Liebe, Partnerschaft, diese Entgegenkommen, was uns das Leben auch spiegelt, vertritt diesen Monat die Tierkreiszeichen Waage und die Tierkreiszeichen Widder. Und die Waage natürlich gibt die Leichtigkeit durch dieses Luftelement, und die Tierkreiszeichen die Feuerelement, die Begeisterung und die Leidenschaft. Und hier ist wichtig, dass im Gleichgewicht bringen, unserem eigenen Persönlichkeit kümmern, besonders die Damen, weil immerhin über die Tierkreiszeichen Waage herrscht Venus, und Venus ist die weibliche Liebesplanet, und gegenüber im Bereich Liebe, Partnerschaft herrscht Mars, weil Mars ist die Herrscherplanet von Widder. Also steht hier Mars und Venus gegenüber als Herrscherplanet. Also das ist nicht die Bewegung dieser Planet, sondern als Herrscherplanet. Und das ist natürlich die beiden Liebesplaneten Mars und Venus. Die Damen kommen mehr zum Leichtigkeit und kümmern um ihren eigenen Aussehen, ihren eigenen Auftreten und auf die Persönlichkeit. Und die Männer nehmen mehr die Leidenschaft, die Gefühle wahr und auch die Liebe, Partnerschaft. Gibt es aber auch anderen Lebensbereichen, und das vertreten die einzelnen Tierkreiszeichen hier.
Und diese Thematik bleibt ein Monat lang. Natürlich bewegt sich das auch wie Helios, bewegt dieser Sonnenwagen nach oben. Die ganzen Tierkreiszeichen schieben sich dann immer mehr in diese Richtung. Aber die Thematik, die Grundthematik bleibt im Monat. Für die Wagengeborenen bedeutet das das eigene Selbst, die Persönlichkeit, das Aussehen, das Auftreten und auch dieses Bedürfnis wahrgenommen zu werden mit diesem Spiegel zum Du. Also die Liebe, Partnerschaft ist auch wichtig. Die zweite Platz bedeutet Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Das ist gerade die Thema für die Skorpiongeborenen. Dann kommt die nächste Platz, das sind kleinere Veränderungen, eine kleine Reise, Bewegung, Neugier, etwas zum Entdecken und Kommunikation, Einladungen, Besuche, Fest. Also einiges in Bewegung und auch etwas Neues lernen, vieles Neues entdecken. Das ist das Hauptthema im Monat für die Tierkreiszeichen Schützengeborenen. Die Basis, die Fundament, dieses Gefühl zu haben, hier bin ich angekommen. Das sind meine Traditionen, das ist meine Ahnen, da fühle ich mich sicher. Da fühle ich mich verankert. Oder Thema eigene Zuhause, die wohnliche Situation. Das ist gerade wichtig für die Steinbockgeborenen. Und hier ist die Erde-Element. Das ist die kardinale Tierkreiszeichen über die Erde-Element. Die nächste Thema ist Kind, Kinder, entweder die eigenen Kinder oder Arbeit mit Kindern. Oder die eigenen Kindheit aufarbeitet oder die Erinnerungen an die eigenen Kindheit, weil kommt die Nostalgie, aber bedeutet auch die schöpferische Kraft, bedeutet auch etwas spielerisch betrachten. Diese spielerische Art und Weise haben gerade die Wassermanngeborenen. Nächstes Thema ist, den Alltag zu bewältigen, Pflichten nachzugehen, arbeiten, auch im Job alles ordnen und in diesen Pflichten nachzugehen. Die Arbeit, aber auch die Gesundheit hängt alles zusammen. Wenn man krank ist, kann man nicht arbeiten. Also dieses Thema Gesundheit gehört auch dazu und das sind die Hauptthemen bei Fischengeborenen. Die Liebe, Partnerschaft, wie ich schon sagte, ist die Hauptthema bei den Wiedergeborenen. Eine Art Wandlung, Veränderungen, aber das bedeutet auch die inneren Veränderungen, die Gefühle transformieren, aber alles in Ordnung bringen, was die Ämter betrifft, da Termine ausmalen oder eine erbschaftliche Situation. Also rechtliche Lage gehört auch dazu. Und das sind die Monatsthema bei den Stiergeborenen. Dann kommt die große, große Reise bei Zwillingsgeborenen. Entweder ein Urlaub oder Besuch von Ausland oder Kontakt von Ausland oder eine Fremdsprache. Alles, was mit Reisen zu tun hat. Aber diese große Reise bedeutet auch innere Reise, diese Erkenntnisse. Erkennen die Zusammenhänge, die höheren, eine höhere Bildung, das sind die Themen gerade bei den Zwillingsgeborenen. Dann etwas erreichen, die Ziele erreichen, Anerkennung bekommen, in Gesellschaft eine wichtige Rolle zu spielen. Das ist gerade die Thema, die Krebsgeborenen. Hier ist die Wasserelement, weil die Krebs ist die kardinale Zeichnen für die Wasserelement, so wie Waage für die Luftelement und wieder für die Feuerelement. Das sind die vier kardinale Tierkreiszeichen, die dominieren über die Elemente. Und da war es der Frühlingspunkt und die Herbsttag- und Nachtpunkt und Sommersonnenwende und Wintersonnenwende.
aber das hat sich verschoben. Die Tierkreiszeichen sind aber als kardinale Tierkreiszeichen geblieben. Das nächste Thema ist Freundschaften, Bekanntschaften. Eine Gruppe von Menschen organisieren oder da aktiv zu sein, wie eine Partei oder ein Verein, das sind die Hauptthema bei den Löwengeborenen, aber auch die Hoffnung. Und dann eine gewisse Zurückgezogenheit, mal die Geheimnisse erkennen, Geheimnisse erfahren, geheimnisvoll zu sein, so wie ein Schleier, das ist das Thema bei den Jungfraugeborenen. Und dieses Hauptthema bleibt im Monat und dann kommen jetzt die Einflüsse von Planeten. Natürlich, das bleibt ein bisschen länger. Die eine Planet ist mal schneller, andere ist langsamer. Aber das wechselt sich nicht tagtäglich, wo die tägliche Bewegung hat, das ist die Mondbewegung. In diesem kosmischen Uhr ist die Mond die große Uhrzeiger und die kleine Uhrzeiger ist natürlich die Sonne. Nach diesem indischen Berechnung befindet sich Sonne in Tierkreiszeichen Waage, also setzen wir mal hierher. Mond als nächste in die Reihenfolge und es ist nicht die Entfernung von der Sonne, wie die westlichen Astrologie, die Planeten, erstmal kommen die beiden Lichter, Sonne und Mond und dann kommen die Planeten nach der Reihenfolge, wie Merkur und dann Venus und dann Erde und dann Mars, dann Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Bei indischen Astrologie ist das nach Wochentagen, Sonne herrscht über Sonntag und dann kommt Montag und über Montag herrscht Mond und Mond befindet sich jetzt in Tierkreiszeichen Fischen und dann Dienstag herrscht Mars, also das ist Mars, da die Reihenfolge, Mars befindet sich noch im Steinbock. Also setzen wir zum Steinbock und dann kommt Mittwoch. Mittwoch ist ein Merkurtag und Merkur ist immer noch im Waage, also setzen wir zum Waage. Genau. Donnerstag ist ein Jupitertag und Jupiter befindet sich in Skorpion. Freitag ist ein Venustag und Venus ist gerade rückläufig, das bedeutet, etwas wird noch abgebremst oder bedeutet Vergangenheit, Gefühle kommen hoch oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Venus ist im Waage. Dann Samstag. Samstag ist ein Saturntag und Saturn befindet sich im Schütze. Und Uranus, Neptun, Pluto, die klassische Astrologie, früher hat mit diesem Planeten gar nicht gearbeitet, wurde auch später entdeckt. Auch bei der alten indischen Astrologie wird es auch nicht berücksichtigt. Die moderne Richtung berücksichtigt Uranus, Neptun und Pluto. Also kommt jetzt nach der Reihenfolge erstmal Uranus im Widder, ist rückläufig. Das sind auch Themen von Vergangenheit und hier in Partnerschaft, natürlich, das wirkt auf die Partnerschaft, dass etwas kehrt zurück von Vergangenheit, kommen Veränderungen. Und Neptun befindet sich in Wassermann, ist rückläufig. Alten, verletzten Gefühlen oder Enttäuschungen kommen hoch, aber auch Erinnerungen, karmischen Erinnerungen wie zum Beispiel Kreativität, also Träume, Visionen und diese Inspiration ist auch möglich. Und Pluto befindet sich im Schütze. Also so sind die Planeten. Sehr viel bewegt sich gerade bei den Waagengeborenen. Hier sind Gespräche, kommt mehr Klarheit und hier ist auch ein wichtiges Thema die Liebepartnerschaft. Erstens spiegelt das etwas, die Thematik,
Und dann auch noch Venus hier rückläufig. Und wie ich schon sagte, diese Rückläufigkeit hat oft mit Vergangenheit was zu tun. Und hier kommen klärende Gespräche, Kommunikation, kommt etwas in Bewegung. Bei Finanzen ändert sich etwas bei den Skorpiongeborenen. Jupiter vermehrt die Finanzen, das ist sehr gut, sehr schön. Aber Jupiter neigt auch dazu zum Übertreibung, also nicht zu viel Geld ausgeben, sondern das bisschen eingrenzen. Aber die Vertrauen bleiben, dass die Möglichkeiten, Chancen sind da, etwas zu gewinnen oder die Finanzen zu vermehren. Saturn erteilt Lernaufgabe bei den Schützengeborenen. Pluto-Energie kommt dazu, etwas loslassen, beenden. Und das ist die vertraute Umgebung und Verwandtschaft gehört auch dazu, Nachbarschaft, Bekanntenkreis, Verwandtschaft. Und hier mal genau überprüfen, welche Kontakte sollen wir pflegen, was sollen wir loslassen oder beenden. Und das ist gerade eine wichtige Lernaufgabe für die Schützengeborenen. Die Steinbockgeborenen brauchen gerade viel Kraft und hier im häuslichen Bereich bedeutet das ein gewisser Rückzug. Die Ruhe bewahren, im Ruhe liegt auch die Kraft. Bedeutet aber auch, dass die Steinbockgeborenen ihre Kraft einsetzen, gerade in Wohnsituationen. Entweder ein Umzug oder ein Haus zu bauen oder möglich ist es leider auch, dass Streitigkeiten gibt im häuslichen Bereich mit der Nachbarschaft oder innerhalb von der Familie. Bei Wassermann-Geborenen kommen die Erinnerungen, bei Neptun kann das Enttäuschungen sein, aber bedeutet auch Träume, Visionen, das ist jetzt ganz intensiv. Und die heutige Mondenergie in die Fischen. Mond fühlt sich wohl im Fischen, weil Mond hat einen ganz besonderen Bezug zum Wasserelement und das aktiviert unsere Gefühle und Träume und Visionen. Mond hat einen Einfluss auf unsere Träume und da steht es sehr nah zu den Tierkreiszeichen Fischen. Mond bedeutet auch kleinere Veränderungen. Beeinflusst die Tagesereignisse, beeinflusst unseren Gefühlszustand, besonders bei Wasserelement, so wie bei den Tierkreiszeichen Fischen, und löst etwas aus. In unserem Alltag kommen Veränderungen. Und welche Tierkreiszeichen erleben das angenehm und schön? Dazu gehören die Wasserelementen. Und das ist einmal die Tierkreiszeichen Krebs, haben eine sehr schöne Mondverbindung. Dann auch die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, genau Fischen und Skorpionen. Dieser Mondeinfluss wirkt sehr gut für die Skorpiongeborenen. Heute wäre zum Beispiel gut mal etwas investieren, die Gewinnchancen sind hoch, weil die Mond aktiviert sehr gut diese Jupiter-Energie hier in Finanzen. Dieser Fischenmond unterstützt die benachbarte Tierkreiszeichen. Das kommt eine gewisse Nähe und Vertrauen und das sind die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen und die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen. Das bedeutet auch Hilfe, Unterstützung von außen, von vertrauter Umgebung, von der Nähe. Und diese Mondenergie hilft auch für die Erdeelementen, also auch für die Steinbockgeborenen, auch für Stiergeborenen. Sie haben auch ein gutes Gefühl, was sie gerade anfangen. Für die Jungfraugeborenen wirkt anderes. Hier spiegelt etwas. Jungfrau und Fischen liegen gegenüber und das bedeutet wie eine Waagschale. Und das beschreibt unsere Emotionen. Und die Jungfraugeborenen wird das gespiegelt, also damit bewusst sein, auf dem inneren Gleichgewicht zu achten. Und natürlich auch
Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen. Das ist auch wichtig, dieses Gleichgewicht. Dieser Mond, dieser Fischenmond, löst eine gewisse Unsicherheit aus bei den Löwengeborenen und auch bei Wagengeborenen und Nervosität verspüren die Schützengeborenen und die Zwillingsgeborenen. Welche Verbindung ist heute noch wichtig? Venus und Saturn steht in Verbindung, Venus in Saturn, sehr schöne Verbindung. Die Liebepartnerschaft ernst zu nehmen, bedeutet auch in die Liebe mehr Stabilität, mehr Struktur. Also eine gewisse Unterstützung von Saturn für die Thema Liebepartnerschaft. Und das verspüren die Waagegeborenen und die Schützengeborenen, kommt mehr Sicherheit, mehr Struktur, mehr Stabilität. Bei indischen Astrologie gibt auch Mondhäuser und Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und die Mondhaus, wo sich heute bewegt, heißt Uttarabhadra und dieser Mondhaus bedeutet die Fluss des Lebens. Hier in die Nähe wirkt auch Fluss Eridanus, dieses Sternbild symbolisiert auch das Fluss des Lebens. Also Fluss der Gedanken und Ideen, die Fantasie soll grenzenlos sein und nicht nur die Gedanken, die Ideen fließen, sondern auch die Gefühle und die heutige Botschaft von diesem Mondenergie ist die Polarität, die Gleichgewicht und das Lernen, Geben und Nehmen. Und hier handelt es sich um Gefühlen. Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen. Wie einatmen, ausatmen, in dieser Harmonie bleiben. Und das ist die Botschaft von der heutigen Mondenergie. Das war dieser Tageshoroskop. Und ich möchte noch etwas vermitteln. Ich habe ein Video gemacht über Karma und Karma auflösen. Ich werde dieses Video nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, dieses Video kostenlos zu bekommen. Ich bitte euch, wenn da ernsthafte Interesse besteht, mir ein E-Mail schreiben und ich schicke dann den Link dazu. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com, aber das hat mit Beratungen, mit Kosten gar nichts zu tun, sondern ich verschicke den Link zu diesem Video und es ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.